Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, wir sind in der Minenscheune, wo wir das letzte Mal abgestürzt sind, wo da fiel mir das Programm Minecraft. Ist aber alles wieder in Ordnung, ich habe mich danach nochmal darum gekümmert, ging wohl alles ganz gut, letzten Endes doch. Okay, wir waren hier, um mal nach dem Rechten zu sehen, in Sachen Kastenkumpel, genau. Und ach so, ja, wie weit der geladen ist. Okay, schauen wir mal nach draußen. Ja, okay, der Rotor läuft noch, ist alles gut. Okay, das ist leer. Nehmen wir das mal raus. Was haben wir jetzt hier? Oh, da ist auch schon ziemlich viel. Die Kiste ist ganz voll. Ja, also ich nehme mal... Ja, ich nehme einfach mal so die Hälfte an Kupfer mit. Blei, Zinn, nicht Zinn, nö. Dann mal Zinn, Uran haben wir da. Eisen hat man nicht. Komm, Eisen nehme ich jetzt gleich mal ein bisschen mehr mit. Jetzt ist da sogar noch was frei. Was haben wir denn hier dann? Hey, ich musste mal sortieren. Oder viel mehr ordnen oder wie auch immer. Gold haben wir. Ja, da nehme ich noch ein bisschen was mit. Und hier drin ist noch nichts. Ja klar, wenn die Kiste noch nicht ganz voll ist, ist in den anderen auch noch nichts drin. In der anderen. Die ist ja nur zum Durchgang. Diese Scherben da, die... Ja, die... Blei... Da haben wir gleich die Scherben. Das heißt, das müsste man so erbauen. Kupfer habe ich da. Also das waren noch vier. Nö, das sind ja vier. Zinn, Kupfer, Uran, Blei. Okay. Das reicht. Das läuft auch wieder voll hier. Ja, gut so. Ja, okay, gut. Dann lass ich hier nochmal auf. Wechseln wir mal. Oh, da steht ein Endermann. Ich schleiche mich da einfach dran vorbei. So. Was haben wir jetzt hier? Der ist voll. Sehr gut. Packen wir den da rein. Dann läuft der auch gleich voll. Und den tauschen wir wieder aus. Und danach können wir auch gleich wieder... Wieder weggehen. Ich mache da die Tür zu. So. Und dann hier auch die Tür zu machen. Endermann, du kommst ein bisschen zu nahe da. So, zack, da rein. Gut, lassen wir da dran. Tür zu. Jetzt haben wir genug Materialien. Das noch zwei Endermen. Okay, ich hau wieder ab. Achso, nee. Moment. Ach ja, hier. Muss ich ja... Hier so, die Maus wieder umstellen. Okay, gut. Dann will ich, ja, bevor ich es vergesse, zum Rotsteinfeld. Ich weiß nämlich wieder, warum es diesen Eintrag hier gibt und warum ich dieses Feld angelegt habe. Der Grund dafür ist, ja, offensichtlich und ganz einfach. Ich habe nicht mehr genug von dem Zeug, von dem Rotstein. Deswegen habe ich das Feld angelegt. So, ja gut, alles abgeerntet und wieder neu angepflanzt. So, deswegen habe ich das Feld angelegt, damit ich wieder Rotstein kriege. Haben wir denn hier... Ah ne, da muss ich ja dahin gehen. Haben wir hier... Oder doch nicht? Moment, ich muss mal schauen. Das war auf X da, oder? Ja. Und da plus, also man beachtet die Minikarte. Gibt es denn mit... Ah ja, doch so. So, wo steht denn jetzt hier der Kollege? Ah, das ist der da vorne neben dem Wasser. Okay, das 1, 2... Aha, das ist da... Das ist zum Teil mit drin, das Feld. Moment, ich kann mal eben die Sense wieder wegmachen hier, so. Schauen wir mal... Ach so, doch, ich sehe das ja doch von hier. Da ist doch ein Junk Loader drin und da vorne, da sollte jetzt auch einer drin sein. Und wenn nicht, dann müssen wir da einen... Ja doch, ich sehe ihn. Da oben. Moment, so. Da ist noch ein bisschen grün. Ja, also da ist auch einer. Sehr gut. Dann kommen wir demnächst öfter hierher, um da abzuernten. Ich könnte ja mal wieder hier ein bisschen nachhelfen. Dass wir gleich eine zweite Ernte machen. Ja doch, geht was. Die eine Mod habe ich übrigens wieder rausgenommen. Ja, vom letzten Mal. Ihr wisst noch, dass ich da in dem Menü allerlei Gegenstände gefunden habe. Die ich noch nie gesehen habe. Ja, die kamen von der Mod Custom NPC. Die hatte ich mal vor langer Zeit runtergeladen, weil ich mir dachte, ich könnte die mal einführen.
Habe es dann aber doch nie gemacht, oder zumindest bislang nicht. Ich habe es jetzt vorerst auch mal nicht weiter vor. Ja, und die habe ich aus Versehen damit reingemacht. Und jetzt ist sie wieder weg. Ja, schön gewachsen hier. Noch ein paar fehlen noch. Ja, das macht nichts. So, dann brauche ich die Sichel doch nochmal, die Sense doch nochmal. Und dann müssen wir auch Rotstein-Essenzen. Müssen wir Rotstein machen. So, jetzt aber alles erledigt. Okay, gut. Jetzt will ich wieder weg hier. War mir jetzt wichtig, das gleich am Anfang zu machen, damit ich das eben nicht vergesse und auch nochmal in meinem Gedächtnis verankere, dass ich da des Öfteren hin muss. Das Ganze habe ich ja angelegt. Ich weiß nicht, wir waren aber auf jeden Fall noch vor dem Dingsbums-Abenteuer. Speedrun-Abenteuer. Und deswegen habe ich das wieder vergessen. Ich wusste eine ganze Weile tatsächlich nicht, warum ich da ein Rotsteinfeld angelegt habe. Keine Ahnung. Aber ja, gut. Es fiel mir wieder ein, weil es mir entfallen war. Moment mal, ich erinnere mich, dass da auch irgendwas war. Irgendwas habe ich doch da gemacht. Ah, Harke. Genau, das war's. So, was habe ich denn heute noch so vor? Also in dieser Aufnahme jetzt, nicht mehr in dieser Folge. Ich will einen Computer bauen. Denn ich habe mir Gedanken gemacht über die Trafos, die wir brauchen. Aber... Ich habe erstmal eine Werkbank. Wie geht denn jetzt Rotstein? Wo haben wir denn Rotstein? Ja, doch, Rotsteinblock, da. Rotstein. Ah ja, okay, einfach so. Alles voll machen. Dann kann ich das gleich so machen. Zick. Und das war alles. Ja, das war alles. Und das von zweimal aberben. Aber okay, ne? Ich habe ja auch einiges an Rotstein bekommen. Das ist ja nicht verkehrt. Und ich kann jetzt auch hier diese da reinschmeißen, denn ich habe jetzt nicht vor, ein weiteres Feld anzulegen. Und die restlichen Rotstein-Essenzen, die packe ich da oben hin. Das ist nur die Frage, wo? Habe ich da so eine Kiste angelegt? Glühsteinquarz, Eisen, Rotstein. Ja, habe ich. Oh, und da ist ja schon was drin. Und zwar jede Menge. Okay, ich ernte, ich nehme das alles raus hier. Dann machen wir doch gleich nochmal was. Jetzt habe ich dann wahrscheinlich doch schon Unmengen an Rotstein im Lager. Aber guck mal, da haben wir gar keinen Platz mehr. Das macht nichts. Dann werde ich mal den Rotstein hier in den Rucksack packen. Wo ist jetzt der Rotstein hin? Ich meine die Rotstein-Essenzen. Ah, die sind gewiss... Ja, genau da. So, Rotstein, zack, zack. Ja, den Rest kann ich da lassen. Okay, gut. Dann ne, kann ich nochmal nach unten schauen. Da ist ja auch einiges durchgelaufen. Ist auch schon alles... Moment, wenn dann hier... Nee, noch nicht ganz, aber da warte ich jetzt noch ab. Dann ist das erledigt, geht ja recht schnell. Dann räumen wir das auch noch weg, beziehungsweise verarbeiten diese Essenzen zu Rotstein. So, damit ist... Was? Doch nicht ganz durch, ja, okay. Und jetzt? Ja, jetzt. Da ist sogar noch mehr, okay, dann packen wir das mal alles ins Inventar und räumen es weg. Draußen gab es gerade ein komisches Geräusch, ich weiß nicht, was das war. So, das hier nochmal. Machen wir noch Rotstein draus. Okay, und dann haben wir hier... da sollten wir aber das Erdfeld auch mal abernten und das Wasserfeld. Ja, doch. Also komm, wenn wir jetzt schon hier sind, ich habe noch Rotstein übrig. Ich meine Rotstein-Essenz natürlich. Ja, zack. Und die restlichen hier packe ich da in den Rucksack. Und dann lege ich mich aber erstmal hin. Weil es ja gerade Nacht geworden ist. Ich will nicht in der Dunkelheit das, die anderen beiden Felder abernten. Das Erdfeld und das Wasserfeld. Dann schon mal hier die Sense wieder rausnehmen hier. Moment mal, ich muss da doch mal schauen. Achso, da muss ich ja von Hand machen. Okay. Da unten im Wald, da ist was. Da hinten, okay, das stört mich so jetzt weiter nicht. War es das Pferd hier? Ja, ich glaube, das war das Pferd. Da ist noch eins. Oh, okay, gut. Gegen die Pferde habe ich nichts einzuwenden. Oh, das ist ein Wolf.
Weiß nicht, ob der mich angreifen wollte, aber der kam bedenklich nahe. Aber vermutlich wollte er das. So, haben wir das Wasserfeld wieder erntet. Jetzt müsste eigentlich hier oben müsste auch so einer sein. Also das wäre schon nicht verkehrt, wenn wir schon dabei sind, beim Rotsteinfeld, dass wir dann auch die anderen beiden Felder ein wenig abernten. Was aber nur geht, wenn hier auch ein Chunkloader ist. Ja, hier ist einer. Sehr gut. Und da drüben ist auch einer. Ich sehe ihn. Da drüben beim Erdfeld. Okay, so soll es sein. Nee, nicht darum hopsen hier. So, also das Erdfeld auch noch abernten. Dann machen wir das immer so an einem Stück hier. Oder in einem Stück. Diese drei Felder abernten. So, sehr gut. Okay, jetzt müssen wir die Essenz natürlich noch wegbringen. Und dann den Rotstein ins Lager und dann... Ja, was machen wir dann? Das bringe ich erstmal... Ja, und essen will ich auch was. So, erstmal die Essenzen da weg. So, Erde... Ah, guck mal, die Dinger können wir da auch reinschmeißen. Hier. Dafür... die Kiste? Nee. Ach, die Kiste war das. Genau, hier diese. Das hier rein und das hier. Dann kriegen wir da noch ein paar Essenzen mehr raus. So, das da rein und der Dünger da in diese Sammelkiste. Okay, gut, das reicht. Also jetzt... Moment, kann ich das hier noch wegpacken? Dann jetzt mal ab ins Lager. Ich habe hier auch ein bisschen umsortiert hier. Zum Beispiel hier fürs Experimentierlager sind nicht mehr drei Einträge, sondern nur noch einer, weil ich da ja nicht mehr so häufig hin muss. Schlösschen ist mir aufgefallen, ist verkehrt geschrieben. Schreibt man ja mit Doppel-S, nicht mehr mit SZ. Ich weiß nicht, warum ich das so geschrieben habe. Ich habe es auf jeden Fall jetzt mal gelassen. So, was noch? Hier, glaube ich, habe ich auch ein bisschen umgestellt. Aber egal. So, zurück zum Lager. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Rotstein-Sachen wir da haben. Rotstein. Ja, ist nicht viel. Okay, gut. Wie erwartet, aber... Oh, da kommt jetzt doch ordentlich was dazu. Ja, wir brauchen aber auch noch Rotstein. Für die Talantenne, für die ganze Verkabelung da. So, ja gut. Also da können wir ruhig noch ein paar Mal abernten. Ich weiß es nicht. Ja, doch, für die ganzen Industrial Craft-Sachen... Und da ist Rotstein draufgegangen. Ziemlich viel. Mhm. Ja, gut. Okay. Jetzt will ich aber erstmal das Zeug hier wegbringen. Das ganze Mineralienzeug. Damit das Inventar leer wird. Kann ich jetzt einfach da unten reinschmeißen. Wenn da eine Kiste wäre. Ist aber nicht. Ah nee, wir können ja hier noch ein bisschen was. Genau, richtig. Gold haben wir auch schon. Moment. Nee, halt. Falsche Taste. So. Das hier. Eisenerz, so, das packen wir dahin. Und dann, hier, diese da. Zwei übereinander. Nehmen wir den hier. Da können wir ruhig mal noch einen draufpacken. So, ist immer ein bisschen höher gestapelt. Uran. Für Uranerz, ja gut, Uranerz ist ja völlig harmlos. Das macht so überhaupt nichts, das ist nicht giftig und nichts. Stapeln wir dahin. Und das dahin. Wir könnten da über die Tür noch so ein Regal machen. Das wäre cool, genau. Das will ich machen. Da kann auch noch was drauf. Da brauche ich dann... Machen wir das aus Holz? Ja, doch. Ich würde sagen, aus Holz. Dann kann ich es aber auch so... nee, nicht so. Moment... Jetzt brauche ich das Holz nicht wieder. Da haben wir hier. Ah, ich habe noch Rotstein vergessen, habe ich gerade gesehen. Wir könnten sogar das dann noch ein bisschen anpassen hier. Wie wäre es, wenn wir das auch da anpassen? Jetzt bräuchte ich nur was. Hier zum Beispiel das da. So.
Und das hier da weg hier und das dahin. Und jetzt den hier wieder weg. Dann bleibt das ja so. Da habe ich zwei hingemacht, ja genau. Wir können sogar hier noch so eine kleine Holzsäule hinmachen. Das wäre auch interessant. Und mein Mikrofonausschlag, wo ist der wieder hin? Nee, dann müssen wir was machen. Holzzaun? Nee, ich meine Mauer, da bräuchte ich den Meißel. Aber ich habe ja einen Meißel immer mit hier. So. Kommt man da hin? Nee, wo habe ich jetzt das Holz? Das braucht doch hier, das da. So, das lasse ich mal. Dürfte genügen. Mal schauen. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, was versetzt ist, aber na, ist egal. Was packen wir jetzt da drauf?